Hallöchen zusammen und willkommen zu einer weiteren Folge Neuzugänge. Wir befinden uns immer noch bei der 1000 Karten OCG-Sendung von Junks Playground und was uns in dieser Folge Schönes erwartet, das erfahrt ihr nach dem Intro. Wir legen los mit einer Karte, wenn nicht gar der Karte aus Judgment of the Light. Wir haben hier das japanische Exemplar eines Sternfressers in Ultimate Rare und das Kürzel lautet JOLT-JP047. Der Ultimate Rare Sternenfresser aus dem OCG ist die günstige Alternative zum Sternfresser aus dem TCG. Denn während die Secret Rare mit 14 Euro, die Ultimate 20 und die Ghost Rare sogar mit 31 Euro zu Buche schlägt, ist die japanische Variante der Karte in Ultimate Rare nur wenige Euro wert und dementsprechend für jeden erschwinglich, der gerne einen Sternfresser sein eigen nennen würde, allerdings nicht über die Mittel verfügt, um sich eben diesen aus dem TCG leisten zu können. Falls ihr euch diesen Meilenstein moderner Yu-Gi-Oh!-Geschichte nach Hause holen wollt, werft doch mal einen Blick in die Videobeschreibung. Dort findet ihr den Link zum Kanal meines OCG-Händlers Katastrophe, wo ihr wiederum diverse Kontaktmöglichkeiten wie E-Mail, Handynummer und Facebook vorfinden werdet, über welche ihr wiederum eure Bestellung bei Yannick absetzen könnt. Weiter geht's mit dem superdimensionalen Roboter-Galaxie-Zerstörer. Was für ein Name, what the fuck? Aus Return of the Duelist in Ultimate Rare. Das Kürzel lautet REDU-KR044 und auch hier verhält es sich wie schon beim Sternenfresser. Während die Ultimate Rare aus dem TCG für knapp 15 Euro über die Ladentheke geht, kann man sich dieses koreanische Exemplar schon für wenige Euro anderweitig besorgen. Für meine Sammlung ist die Karte, genau wie der Sternfresser, natürlich nichts, da der Galaxiezerstörer auch im TCG in Ultimate Rare erhältlich ist und wie wir alle wissen, finden nur Karten, die sich in Artwork, Zensur oder Rarität von dem im TCG verfügbaren unterscheiden, ihren Weg in meine Sammlung. Return of the Duelist erschien am 14.04.2012 in Japan und war ab dem 14.08.2012 auch bei uns erhältlich. OCG-exklusiv ist wiederum die Nummer 105 unermüdlicher Boxer Star Cestus mit dem Kürzel LTGY-KR051. Die Karte ist wie unschwer zu erkennen, ist ebenfalls Ultimate Rare und nur wenige Euro wert. Jedoch handelt es sich hierbei um einen, wie eben schon erwähnt, OCG-exklusiven Print bezogen auf seine Rarität. Das bedeutet, dass Star Cestus ausschließlich im OCG als Ultimate Rare auf den Markt kam. Natürlich kam er im selben Set wie auch im OCG, nämlich Lord of the Taichen Galaxy, bei uns auf den Markt, allerdings musste sich die Nummer 105 hier mit einem Super Rare Print zufrieden geben. Ein Reprint erfolgte dann im Megapack 2014, wo er ebenfalls als Super Rare zu ziehen war. Am Ende des Videos gibt es im Übrigen einige Informationen zu den House of Cards Premium Boostern, die 2020 über meinen eBay-Account verkauft werden. Also dranbleiben. Wer rastet, der rostet. Und deswegen geht es jetzt mit Magispas Paladin der aufsteigenden Drachobitzfinger weiter. Das ist wieder ein Name, der in mir zwei Fragen aufwirft. Zum einen, was muss man genommen haben, um sich so einen Namen auszudenken? Und zum anderen, wie schmuggelt man das Ganze aus der geschlossenen? Wie dem auch sei, der Paladin geht schon im TCG nicht besonders viel. Dementsprechend lässt sich bei der japanischen Variante der Karte auch nicht von einer kostengünstigen Alternative sprechen. In meiner Sammlung wird die Karte nicht aufgenommen, da es den Paladin auch im TCG in Ultimate Rare zu kaufen gibt und die Karte dementsprechend nicht die Kriterien erfüllt, die eine OCG-Karte erfüllen sollte, um in die offizielle Sammlung aufgenommen zu werden. Die Karte kommt aus Dimension of Chaos, welches am 18.08.2015 in Japan und am 5.11.2015 auch im TCG veröffentlicht wurde. Ich bin im Allgemeinen kein Much Spencer-Fan, was ihre Optik angeht, allerdings muss ich gestehen, dass ich den Paladin doch außerordentlich gelungen finde. Was meint ihr dazu? Lasst es mich in den Comments oder im Live-Chat wissen. Es geht weiter mit dem Superkanonen-Panzerzug aus der V-Jump Edition 6. Die Karte verfügt über eine optische Besonderheit, und zwar ihre Schrift, welche rot gehalten ist. Wir im TCG kennen etwas Vergleichbares aus der Duelist League. Die Duelist League ist eine kleinere Veranstaltung, eine Art Turnier, für das es keinerlei Anmeldung bedarf. Die einzige Teilnahmevoraussetzung besteht darin, unter 14 Jahre alt zu sein. Aktuell findet man diese Turnierform ab und zu als Side-Event größerer Turniere vor. Zu gewinnen gab es dann immer diese Duelist League Promos. Diese Karten sind nicht holographisch, verfügen aber über eine bunte Schrift.
So konnte man im September 2010 beispielsweise den dunklen Magier mit blauer, grüner oder sogar roter Schrift erwerben. Die japanische Karte unterscheidet sich hier dahingehend, dass auch das Bild im Stile einer Super- oder Ultra-Rare holographisch schillert. Meiner Meinung nach ein extrem gelungener Effekt in Kombination mit der roten Schrift, den man gut und gerne auch im TCG einführen könnte. Vielleicht eben auch als Duelist League-Promo. Wir wenden uns noch einmal einer Karte aus Lord of the Techian Galaxy, nämlich dem Mecha-Phantom-Ungeheuer Dracozac, zu. Ich persönlich war noch nie ein großer Fan der Phantomungeheuer, da mir diese Karten einfach zu wenig mit Monstern zu tun haben. In meinen Augen sind diese Karten futuristische Flugzeuge, nicht mehr und nicht weniger. Ich finde, Konami hätte sich hier eine wesentlich bessere Designgrundlage schaffen können. Die hier zu sehende Karte, die im Übrigen zweimal in der Sammlung mit dabei war, ist im Übrigen Ultra Rare, dementsprechend OCG exklusiv, da sie bei uns im TCG ausschließlich in Secret Rare erhältlich ist und war. Wer einen gut erhaltenen Dracozac als deutsche Erstauflage erwerben will, muss mit 30 Euro aktuell doch recht weit in die Tasche greifen. Auf Englisch gibt es ihn auch schon für einen knappen Zehner, wenn man aus Österreich kaufen möchte. Daher würde ich sagen, ist die japanische bzw. koreanische Variante, die wir hier haben, durchaus eine günstige Alternative für jeden, der eben keine 10 oder 30 Euro in die TCG-Variante investieren möchte. Nummer 23, Lancelot Dunkler Ritter der Unterwelt, ist die nächste Karte, mit der wir uns beschäftigen wollen. Die Identifikationsnummer lautet YZ07-JP001. Lancelot ist die einzige Karte seines Sets, da es sich um eine Promokarte, die dem Yu-Gi-Oh! Sechsel-Manga, der am 4. August 2014 erschienen, beigelegt war, handelt. Der Manga kam übrigens auch im englischsprachigen Raum heraus, was die Karte in dieser Rarität nicht OCG-exklusiv macht. Ich persönlich werde die Karte dennoch nicht verkaufen oder vertauschen, sondern sie in meine private, inoffizielle Sammlung aufnehmen, da ich finde, dass die Nummer 23 eine optisch sehr gelungene Karte ist, die vor allem in Ultra Rare einiges hermacht. Was haltet ihr von Lancelot? Schreibt's mir in die Kommentare. Als nächstes haben wir die Nummer 42 Galaxy Tomahawk aus der V-Jump in Ultra Rare. Da der Tomahawk im TCG stets eine Kamen war, freut es mich, die Karte auch mal als höherwertigere Holo vor Augen zu haben. Hier merkt man mal wieder, wie unterschiedlich sich Karten präsentieren, wenn man sie auf einmal in einer anderen Rarität vor Augen hat. Während die Nummer 42 als Kamen meist recht langweilig wirkt, so sieht sie in Ultra Rare auf einmal unglaublich interessant und auf eine ganz makabere Art und Weise etwas Oldschool aus. Wert ist die Karte natürlich nicht besonders viel und ich persönlich denke auch nicht, dass diese Karte besonders viele Liebhaber vorweisen kann, maximal in Bindern diverser Sammler, die sich mit dem Galaxy-Thema oder der V-Jump auseinandersetzen, denke ich, die Karte finden zu können, ansonsten halte ich sie für eine unterschätzte kleine Schönheit. Minerva. Gesucht, geliebt, gefürchtet. Eine Karte, deren Reprint zu erschwinglichen Preisen jahrelang gewünscht und mit Battles of Legends letztendlich erfüllt wurde. Ursprünglich erschienen als Preiskarte in Super und Ultra Rare, war die Karte jahrelang rar gesät, bis schlussendlich ihr Secret Rare Reprint in Battles of Legends anstand. Wie zu erwarten, war Minerva auch hier eine der gesuchtesten Karten aus dem Set. Für Sammler, die Minerva unbedingt in Super Rare ihr eigen nennen möchten, ist dieses Exemplar aus Japan aus Clash of Rebellions eine extrem günstige Alternative, speziell dann, wenn man bedenkt, dass man für die Preiskarte immer noch ca. 770 Euro Lebewohl sagen darf, wenn man denn auf diese Version der Karte besteht. Und wir sprechen hier von der Super Rare, nicht von der Ultra Rare. Nichtsdestotrotz ist Minerva nebst Celestia die schönste Lightsworn-Karte und gehört in der ein oder anderen Version auf jeden Fall in jeden Binder, der sich mit dem Thema Licht verpflichtet, beschäftigt. Wir kommen zur vorletzten Karte der heutigen Folge. Nicht vergessen, am Ende der Folge gibt es noch ein paar Infos zu den House of Cards Premium Boostern, die ab 2020 erhältlich sind. Dracho Aufstieg, höchster Drache des Himmels. Auch er, ursprünglich als Preiskarte in Super und Ultra Rare geprintet, wäre eine günstige Alternative zur YCS Preiskarte in Ultra, wenn es nicht den TCG Ultra Rare Print in den Legendary Hero Decks gäbe. Ich denke, aufgrund der Tatsache, dass man für 35 Cent einen deutschen höchsten Drachen des Himmels erwerben kann, wird die japanische Variante eher weniger von Belangen sein. Wenn es dennoch interessiert, die Identifikationsnummer lautet VB16-JP002. Optisch ist die Karte so oder so ein absoluter Hingucker. Das edle Weiß in Kombination mit den schönen goldenen Verzierungen an Kopf und Flügeln machen Dracho Aufstieg zu einer der schönsten Drachen der modernen Zeit oder modernen Tage. Was haltet ihr von der Karte? Gefällt sie euch oder habt ihr einen anderen Favoriten? Lasst es mich wissen in den Comments oder im Live-Chat. Last but not least der Sternstaub-Funkendrache in Ultra Rare mit der Identifikationsnummer YF05-JP001. Auch diese Karte ist genau wie Lancelot eine Manga-Promo und somit die einzige Karte ihres Sets.
Erschienen ist sie im Yu-Gi-Oh! 5Ds Manga als Promo und im Gegensatz zu Lancelot ist diese Karte OCG exklusiv. Wir im TCG erhielten den Funkendrachen, soweit ich weiß, in Super Rare aus High Speed Rider und bis heute ist es eine recht gesuchte Karte bei 5Ds bzw. Sternstaub-Fans. Wir sind jetzt allerdings am Ende der heutigen Folge Neuzugänge, aber bis wir mit Junks Playground Sendung durch sind, benötigen wir noch ein oder zwei Videos. Das bedeutet, wir sehen uns in Kürze wieder. Ich verabschiede mich schon mal von euch und ihr könnt euch bei Bedarf noch eine kurze Info zu den House of Cards Premium Boostern einholen. Also bleibt dran. Bis dann. Die House of Cards Premium Booster bestehen aus 9 Holo-Karten. In jedem Booster befinden sich 3 Super Rares und 3 Ultra Rares garantiert und entweder 3 Secrets, 3 Ultis oder 3 Ghost Rares oder 3 Sonderraritäten wie Gold, Platinum, Millennium oder Collectors Rare. Es gibt TCG und OCG Booster und mein Versprechen pro Booster 50% Gewinn zu machen. Alle Karten sind hiermit bis exzellent und auch die auf dem Werbevideo zu sehenden Karten sind in den Boostern verbaut. Yatagarasu beispielsweise wird zweimal zu ziehen sein, der Drachenflug natürlich wesentlich öfter. Diese Booster sind auf 19 Stück limitiert, haben individuelle Preise je nach Inhalt und sind mein Dankeschön an die geilste Community ever.